So. Rote Scheibe. Karotte, Keks. Karotte. Das sieht krank aus. Staubwedel hatte ich eben gesehen. Nein, hatte ich eben gesehen. Einen richtigen Staubwedel, so mit Federn. Ja. Ein Pfefferstreuer. Und das bei meiner Nase. Keks. Seil, zwei Seile. Ein Seil. Thermometer. Da falle ich nicht mehr drauf rein. Pfefferstreuer kann ja hier fast alles sein. Ziegelstein, ja. Das ist der Pfefferstreuer. Ölkanne. Keks und das zweite Seil. Ja, so ein Keks. Und Keks ist ja. Ja, so ein Keks ist ja. So, wie immer muss ich wohl schneiden. Ich hab's verpasst. So, da ist noch ein Seil. Und diese Zwiebel ist kein Keks. Ist kein Keks. Diese Zwiebel ist kein Keks. Keks. Die ganze Hintergrund sieht aus, als wäre es ein Keks. Ja, Keks steht für Lichter, ich habe mich also nicht verlesen. Tatsächlich, oh Gott. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ja. Es fehlt noch was, ne? So, können wir noch was machen? Hier ist immer noch was. Habe ich ein Fahndtor? Das ist es nicht. Das da können wir es vielleicht doch. Nee. Nochmal zur Bar. Da ist jetzt nichts mehr. Ja, das weiß ich doch. Und ein Stein. Da bin ich nicht drauf gekommen. So. Hallo, Minispiel. Manchmal muss es ja sein. Okay, zurück. Ein Hinweis ist versteckt. Im Gasthaus. Aber nicht.
So. Wenn ich wüsste, was das bedeutet. Ach, warte mal. 9? 9 ist der Dreizack. 4 ist die Pike. Und 8 ist das Dings. Dreizack, Pike, Dings. Schlecht und ganz ohne Hilfe. Und ne Dingsbums. Okay, musste ich was zerschlagen? Das weiß ich gar nicht. Es ist schon ein sehr viel klassischeres. Ah, ja, ja. Erst bekommt es, da gibt es die russische Puppe. Das ist doch bestimmt so eine Babutschka. Weil ich glaube nicht, dass diese. Ja, das sind die russischen Puppen. Öltropfflasche. Mhm. Werde ich. Ah doch, da. Blatt. Was meint er mit Blatt? Buchstabe B. Schlüssel. Telefon Hahn. Hahn. Telefon, immer das ganz altertümliche. Das ist kein Fäustling, das ist richtig, ja. Ein Fäustling ist ein Handschuh. Jeder Fäustling ist ein Handschuh, aber nicht jeder Handschuh ist ein Fäustling. Aber der da so Flachmann. Das sind meistens russische Entwicklungen. Also. Sag ich einfach mal so. Der Schlüssel. Ach da, ein Blatt. Jetzt weiß ich, was mit Blatt gemeint ist. Wenn es das ist, wir könnten ja so gemein sein und die Mehrfachbedeutung damit rein, aber dann wäre es nicht mehr übersetzbar. Ach, das ist ein Birkenblatt. Ich hätte es nicht als solches erkannt. Und jetzt kann ich es sogar zuordnen. Ist ja auch doof. Und das nächste. Wo bist du? Hallo. Das da? Oh, schlecht. Briefkastenschlüssel. Mhm. Haben wir hier noch was? Nein. Das ist die Schmiede. Ja, bestimmt. Ah, okay. Das ist auch klar, was ich damit machen kann. Brauche ich bis jetzt ja noch nicht. Mhm. Ah. Tatsächlich. Okay, danke. Springbrunnenplatte. Aber und Viertel. Kommt schon gleich 1 und 4, nein, normalerweise kommt das. Ist der Hammer noch da? Ja, aber der Meißel ist weg. Jo, da haben wir ja schon eine Menge gefunden, oder? Die Axt will ich gerne mitnehmen, ehrlich. Naja, warte mal, was war denn das gerade? Ah. Okay, was ist das? Ein Schäferhaken. Gut.
tatsächlich. Aha. Die Scheibe. Die Sachen sind gut versteckt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und nochmal zurück. Hier ist jetzt endgültig nichts mehr. Da bin ich echt ganz stolz drauf. So. Mhm. Hallo. Verwimmelt's hier. Und zwar mit einem Schraubenschlüssel. Ist das? Ja. Fische. Schmetterlinge waren es doch. Schmetterlinge. Da waren ganz viele Schmetterlinge, die mich irritiert hat. Und Fische und Schmetterlinge. Und die Hotelkinder. Würde ich so nicht nennen, aber egal. Schon habe ich gesehen. Wie eine Apfelrose. Rose? Apfel? Boah, die Qualität ist so schlecht von diesen manchen, von manchen Grafiken. Oder ist ein Schmetterling? Fisch habe ich die ganze Zeit nur einen gesehen. Oh, da ist ja doch einer. Das ist keiner, aber wir haben die eine Platte nachgedingst, ne? Ist das ein Fisch? Nein. Das ist ein Fisch. Biene und Socke habe ich noch gar nicht gesehen. Socke, 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 Socke. Jetzt brauche ich nur noch die Biene. Da fliegen ja Sachen durch die Gegend. Ach, das ist die Biene. Das ist auch komisch. Den Schraubenschlüssel. So. Es fehlt immer noch ein Teil. Der hätte ja sein können, man versucht es ja mal. So. Ja, ist klar. Puppenwerkstatt. Sonst noch was? Nein. Puppenwerkstatt. Die machen ja viele Cutscenes. Das ist ja mal spannend. Ja. It is hard to speak. My limbs are not my own and controlled by unseen hands. But I have magic in me yet. Others would not be so lucky. They would not move except by his will, as if made of stone. He found me here, this pied puppet man. His eyes were grim and shadowed. I attempted to locate a spell with my crystals, but it was reversed, and he found me instead. You must find a way to free me. Unbind me. Erstmal wimmeln. Und fangen wir mit der beliebten und immer überall findbaren. Für eine Puppenwerkstatt ist das okay sogar, ne? Das ist recht stimmungsvoll, das darf so aussehen. Aber ich sehe die Schneekugel nicht. Und den Dominostein? Pferde gleich zwei und ich habe noch keins gesehen. Warte, Stechpalme, Schneekugel. Stechpalme. Zange, Krone, Krone. Zange.
Ferse, Balk, komm, den haben wir. Schleife. Vor allem Stechpalme. Grat und Zergrat. Zänkchen. Das ist so altertümlich alles Pferd. Wo ist das andere Pferd? Das ist ein widerlicher Gehstock. Schneekugel. Schlecht, schlecht, schlecht. Schleife und Stechpalme. Ist das doch eine Pflanze, oder? Schleife. Dann Zange und das zweite Pferd. Dieses hier ist eine Gorilla, ein Bär, ein Clown, ein Pferd. Stechpalme und Zange. Zange? Nein. Hier muss ich wirklich so ein bisschen wild klicken, weil es ist nicht so eindeutig, wie es in dem anderen, dem Spiel davor war. Das ist auch keine. Nee, nee, nee. Zange. Da ist die Zange. Bei der Stechpalme vermute ich einfach, dass es nicht das ist, was ich glaube. Und deswegen. Ach doch, das ist. Nicht ganz, aber egal, ein Blasebalg. Ups, eins davon war Zufall, ich wollte eigentlich nur.
Nee, warte. Das da geht ja nur dahin. Aha. So. Das ist ja furchtbar. Ich weiß zwar, wo was hin soll, aber... Aha, das klappt. So. Und wie kriege ich was dahin? Das da geht dahin, dann geht das dahin. Geht das dahin, das ist dahin. Und das geht dahin, das ist geschafft. Aber nicht ganz mit Überlegung. Innen. Oh, da geht es gleich hoch zum Dachboden, aber erst wimmeln wir. Manschettenknöpfe. Das gilt wohl ja. Schon wieder ein Schmetterling. Der liebt Schmetterlinge, dieser Wimmelbild-Kreateur. Artifex Mundi, Kreateur du Wimmelbild. Eine Schachfigur. Gatsche. Schleuder. Käse. Käse. Adlerkralle sehe ich eher schwierig. Außer er meint. Nee, tatsächlich meint er wohl eine echte Adlerkralle. So, Fisch. Schildkröte. Schildi. Wie toll, meine Finger liegen die ganze Zeit auf WASD. Ist das so klasse? Ich bin echt, ich denke, was sitze ich denn so verkrampft da? Ich brauche doch nur die Maus. Ja, aber die Finger müssen auf WASD, es geht nicht anders. So. Gartenschere. Schachfigur. So, Adlerkralle und Fisch. Das ist eine... Adlerkralle, bah. Sowas separat ist ja nicht schön. Und ein Fisch. Fisch sollte einfach sein. Ist es aber bei diesem Wimmelbildspiel nicht so sehr. Was ist das da? Kein Fisch. Mütze. Schiff. Schiff ist kein Fisch. Aber Adlerkralle. Auge für dich, ne? Hier. Vogel. Das kann ja auch ein ganz symbolisiertes. Aha. Ist da irgendwo ein Fisch hingemalt? Wie hier dieser Lurch? Oder geweihloser Fisch? So. Und die. Lass ich mir zeigen. Mal ganz im Ernst. Das ist Quatsch. Ich habe jetzt. Okay. Was wir mit dem Käse machen, weiß ich. Da fehlt eine Murmel. Ja, nicht nur da. Lieber Kreator. Hier. Gut, danke. Das haben wir auch gesehen jetzt. Soll noch hochgehen. Schon wieder. Da sind viele, viele, viele Wimmelbildspiele. Und die sind nicht gut. Feder. Jetzt ist die Frage. Vogelfeder oder Spring? Nein, Vogelfeder. Vogelfeder. Dartfalle. Ja, die habe ich auch schon ein paar gesehen. Fahrradhupe. Nein. Sieht auch so ähnlich aus. Fahrradhupe. Das ist vielleicht die hier, ja. Fächer und Teddy. Teddy. Taschenuhr. Handschuh habe ich gesehen. Das war beim Wimmel davor.
Löwenkopf, nicht schon wieder ein Löwe. Und der Schraubenschlüssel und der Dartpfeil. Schraubenschlüssel. Fächer. Also dieses Kätzchen wird nicht der Löwenkopf sein. Das war ein Kätzchen, jetzt hör mal auf. Ich habe es nur laut gesagt, damit ihr wisst, dass ich das gesehen habe. Aber dass es das dann war, meia. Das ist aber jetzt nicht die Feder, Gott sei Dank. Fächer. Und Handschuh ist ja auch kein Problem, oder? Handschuh ist doch kein Problem. Es geht also nur noch um zwei Federn und zwei Dartpfeile. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tatsächlich. Die war auch mehr so eine Vermutung. Den Dartpfeil sehe ich auch. So, jetzt ist es jeweils nur noch einer. Oder? Ja. Hallo. Bum, 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 bum. Da ist ein Schlüssel, aber Schlüssel brauchen wir nicht. Nee. Hätte sein können. Auch das da hätte sein können. Da ist noch ein Dartpfeil und Schlüssel ist zu lieben. Ah ja, ja gut, also. Die Tipps werden immer sofort aufgeladen, das ist gut. Ah, obere Löwenkopfhälfte, da steht's richtig. Was haben wir sonst noch da? Hier fehlt die Linse, ja, ja. Du mich auch, du mich auch. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Es geht also weiter. So, da war sonst auch wieder nichts. Wir machen es mit dem Käse. Ist das schon die Linse? Das ging aber schnell. Dieses Gesetz der Magie für das Kind und für das Bösewicht des Stadtheims. Danke. Und da haben wir dieses Emblem. Und das war's hier. Das ist keine Murmel, nein. Habe ich das schon irgendwo gesehen? Hier? Na, da kann ich noch nichts machen. Aha. Ah doch, das war tatsächlich hier. Oh, was ist das?
Ah, ja. Thank you. Oh, we must hurry. We haven't much time. He will be coming for me. It's the crystals he wants, and my knowledge of them. You must find them all. A single gem can slow his progress and counter some of his magic, but only briefly. It's the reason he was never fully under his control. Yeah. There are more. Possess all and perform the... Permadeath, genau. Ich mache eine kurze Pause. Gleich geht's weiter mit der nächsten Folge. Und in der Folge werde ich zwischendrin auch nochmal schneiden müssen, aber das habt ihr dann schon erlebt. Ja, also ne, bis gleich.